Willkommen zurück zu Hogwarts. Wir stehen hier vor der Kartenkammer. Ich bin ein bisschen verpeilt. Ich habe eben noch mal gepennt. Oder eigentlich bin ich aus Versehen eingepennt und bin jetzt ein bisschen verplant. Ja, wir stehen auf jeden Fall vor der Kartenkammer. Und fangen einfach mal an, denn ich weiß nicht, ob jetzt die Uhrzeit richtig ist oder falsch, aber. Hoffentlich hat Professor Fig meine Eule bekommen. Er und die Hüter müssen von Ranrock und dem letzten Behältnis erfahren. Das stimmt. Können wir da jetzt einfach reingehen? Ja, sieht so aus. Dann mal los. Laut der Eule, die ich erhalten habe, bewegt sich Ranrock schneller, als wir es erwarten konnten. Eine wahrlich schlechte Nachricht. Wir hatten uns mehr Zeit erhofft, um das beste Vorgehen zu besprechen. Hören wir, was das Kind zu sagen hat. Professor, Sie haben meine Eule erhalten. Ranrock hat das letzte von Bragbors Tagebüchern. Er hat Lodgok dafür getötet. Er weiß, wo das letzte Behältnis ist. Bei Godrics Herz. Lodgok. Lodgok und Ranrock waren Brüder. Lodgok wollte mir das Tagebuch bringen. Ranrock ist ein Monster. Wir müssen wissen, wo das letzte Behältnis ist. Das ändert die Lage wirklich. Ranrock hat Bragbors Tagebücher und weiß, wo das Behältnis ist. Wir haben Bragbors Gedächtnis gelöscht. Er führte Tagebuch? Aber warum hat er alles festgehalten? Er wusste nicht, was wir versteckt hielten. Hat sie es ihm gesagt? Ich weiß gar nicht, hat sie es ihm gesagt? Wissen wir, dass sie es ihm gesagt hat? Isidora erzählte Bragbor von dem Zauber, als sie ihn bat, einen Behälter zu bauen. Ich kenne ihre Erinnerungen. Isidora hat also Erinnerungen hinterlassen? Sie wissen, was sie getan hat? Die Erinnerungen zeigen, was sie für ihren Vater getan hat. Das war auch in Professor Rookwoods Denkarium. Und ein Gespräch mit Bragbor, in dem sie äußerst frustriert war, dass sie in ihrer Nutzung der alten Magie eingeschränkt wird. Gemessen an den Erinnerungen, die sie gesehen hat, denke ich, dass unsere junge Freundin sich der Schwere der Lage durchaus bewusst ist. Die nächste Prüfung erfordert außergewöhnlich hohe Zauberkunst und auch einen differenzierten Umgang mit Tierwesen. Finden Sie ein Antlitz aus Stein und Ranken. Ich sollte erwähnen, dass Sie mit jedem Tierwesen bei dieser Aufgabe allein zurechtkommen müssen. Professor Bakar trifft Sie bei seinem Denkarium. Eine außergewöhnlich hohe Zauberkunst? Ein differenzierter Umgang mit Tierwesen? Wir sollten uns wohl auf die Suche nach einem Antlitz aus Stein und Ranken machen, was das auch sein mag. Also gut. Professor Weasley behält mich im Auge. Vielleicht sollten wir uns dort treffen, damit sie keinen Grund hat, bei Professor Black Bedenken anzumelden. Wir treffen uns bei der Küste. Vielleicht können Sie mir dann mehr über Isidoras Erinnerungen erzählen, die Sie erlebt haben. Ja, Tierwesen finde ich schon mal super. Ich bin mir jetzt allerdings nicht sicher, ob er damit sagen will, dass wir gegen die kämpfen müssen, dass wir die vielleicht auch fangen können, dass es irgendwelche coolen sind, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Wo müssen wir uns treffen? Denkariumkammer. Ist wahrscheinlich klüger, dorthin zu teleportieren. Ja, sehr viel klüger. Ich weiß gar nicht mehr, hatten wir schon Sachen verkauft? Wie war es mit dem Inventar? Tierwesen, meinte Ausrüstungsinventar, so. Ja, nö, 6 von 20, das ist, glaube ich, genau nur die 6, die wir ausgerüstet haben. Achso, ich wollte ja auf die Karte. Bin auch bescheuert. Ja, ja, ja. Weltkarte, wo ist denn das? Wow, das ist ja Arsch der Welt. Okidok, also dort waren wir, ab hier war diese Barriere, ne? Das heißt, hier reinfliegen konnten wir sowieso nicht. Gut, aber das ist ja jetzt hier, das sind ja die näheren Punkte. Nehmen wir mal den, ha? Huh? Ich glaube, das ist ganz gut. Von da aus können wir dann da runterfliegen. Und treffen dann dort Professor Fig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was uns dann da erwartet.
Ich muss aber auf jeden Fall gleich, bevor wir da sind, ich hoffe... Katrinko! Oh. Katrinko! Schießen die auf uns? Wir sind doch schon voll weit weg. Also ich sehe jetzt unten links noch diese Fragezeichen, aber... Der Sound, das klingt so, als wäre das nicht direkt neben uns. Ja, ich wollte auf jeden Fall nicht vergessen, dass ich den Schnappsack, warte mal, so mitnehme. Ich will mal gucken, was es hier für Tiere gibt. Wir brauchen ja unbedingt noch diese, was waren denn das? Knuddelmuchs waren das nicht. Fupa, waren das Fupa? Ich glaube, das waren Fupa, ne? Vielleicht könnten wir einfach nochmal 2, 3 Fupa fangen. Mondkalb. Ich gehe mal ganz kurz zuerst dahin, bevor wir... Oh, da ist ein Ballon. Können wir die gleich auf dem Rückweg mitnehmen? Können wir runterspringen? Bitte spring einfach da runter. Upsala. Jetzt verscheuchen wir alle, wa? Ach, super, waren die Vögel. Ja gut, die hatten wir, glaube ich, schon, ne? Dann brauchen wir die gar nicht. Was war denn das? Wir brauchten doch irgendeins, was wir noch nicht hatten. Wie hieß das denn? Ich weiß es nicht mehr. Testral. Ja gut, egal. Dann gehen wir einfach dahin. Aber trotzdem muss ich mir das, das darf ich nicht vergessen, gleich noch meine Shortcuts ändern. Achso, und einmal die Ballons. Wovon fingen die denn an? Da unten. Das klappt. Ich weiß ja nicht. Wo sind denn die anderen da? Warte mal. Nach oben hin, ha? Sind die nach oben hin? Ich kann leider nicht nach oben gucken. Ich versuch's. Aber die Kamera dreht sich nicht. Ja, egal. Egal. Wir sind jetzt nicht hier, um Luftballons zu fangen. Oh, wenn es mir schwer fällt. Warte mal, Speed war so. Ich komme gar nicht mehr zurecht. Oh Mann. So. Dann noch Böslinge. Keine Fieslinge, Böslinge. Und... Au! Meine Lampe fällt runter. Ich habe die Birne angefasst, deswegen auch. Mhm. War schon ein bisschen heiß. So. Aber einmal da und dann da und dann da, ne? Das sollte doch passen. Diesen einen halben dazwischen drin. Das lohnt ja kaum. Ja, ja, ja. Nicht gesehen, ich weiß, ich weiß. Gut, dass wir einen Besen haben. Wir könnten eigentlich auch... Wow, Wolkenschwingen. Warum waren da gerade so fette Zahlen? Wir haben doch gar nicht gekämpft. Ein wahres Juwel des Hochlands. Willkommen. Okay. Willkommen, willkommen, willkommen. Einmal dahin. Ui, ui. Ui, ui. Höher, höher, höher. Noch ein bisschen höher. Oh, hier ist schon wieder so eine Wand, ne? Links von uns. Kap am Herrenhaus. Oh, oh. Ort entdeckt, das reicht mir schon. So, dann sind wir gleich da. Gleich haben wir es geschafft. Hat nur 100 Jahre gedauert. Okay, das sollte passen. Nur 200 Meter, aber wir müssen ja einmal über den Hügel, wa? Okay, wir können nicht über den Hügel. Wie kommen wir da rein? Ich hätte ja auch mal auf der Karte gucken können. Gibt es da irgendwie einen Weg dahin? Müssen wir da durch? Oder können wir hier so... Können wir da so rum? Gucken wir mal. Ja, ja, habe ich doch verstanden. Sieht aus, als wäre das unten. Gibt es hier irgendwie einen Weg da rein? Ja, guck mal, hier zum Beispiel. Landen ist im Moment nicht möglich. Lügt doch nicht. Landen ist immer möglich.
Jobbernolls. Ach, wir haben Jobbernolle und Fupa haben wir gar nicht, ne? Kann das sein? Hätten wir Fupas einfach mitnehmen können? Und ich bin einfach nur zu blöd gewesen. Sieht so aus. Jetzt ist es zu spät. Machen wir auf dem Rückweg, wenn ich dran denke. Das sind sie hier. Ich habe gute schon. Nachrichten. Wir müssen uns nicht mit Renrocks Anhängern auseinandersetzen. Die schlechte Nachricht ist, dass sie anscheinend die Hüter nicht mehr für Informationen aufspüren müssen. Achso, wir müssen mit ihm reden. Ja, ja. Einsatz verpasst. Können wir mit ihm reden? Oder was müssen wir jetzt machen? Finde den Hinweis. Achso. Revelio. Hinweis. Hier könnte ein wenig gestutzt werden. Schauen wir uns um. Contringo. Ist das ein... In der Tat. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Das ist ein Tier. Oh, warte. Tee, ganz kurz. Wo ist mein Schnappsack? Schnappsack, bitte. Und sonst brauchten wir ja nur Frost oder Fliegen oder sonst nicht was. Okay, okay. Wenn jetzt so ein Tier kommt... Erkennen Sie den Kopf, der dort zu sehen ist? Will ich es fangen? Natürlich. Nein. Das soll ein Kopf sein? Nein, ich sehe es nicht. Es scheint ein Graphorn zu sein, ein furchterregendes Wesen. Und die Abdrücke im Boden lassen mich vermuten, dass ein Graphorn irgendwie den weiteren Weg freigeben wird. Das meinte Professor Rackham, als er sagte, ich müsse mich mit Bestien verstehen können. Ganz offenbar. Ich weiß, dass das letzte einer langen Dynastie von Grabhörnern in der Nähe lebt. Man nennt es den Lord der Küste. Sie werden ihn hierher bringen müssen. Was dann passiert, kann ich nicht sagen. Bezwingen? Ich will es nicht bezwingen, ich will es fangen. Haben Sie je ein Grabhorn bezwungen, Professor? Das habe ich. Vor Jahren, ausgerechnet in Stonehenge. Oh. Das Ministerium steht dafür immer noch in meiner Schuld. Es kann natürlich schwierig sein, schließlich sind sie riesig. Doch es ist nicht unmöglich. Meiner Erfahrung nach werden viele ihrer Zaubersprüche kaum Wirkung entfalten. Sie müssen ihn zermürben. Wenn es sein muss, tue ich es. Hervorragend. Ich kenne diese Gegend gut genug. Wenn Sie die Überreste eines großen Meerestieres sehen, sind Sie richtig. Hm. Professor Rackham stellte klar, dass Sie mit jedem Tierwesen, das Teil des Prozesses ist, allein zurechtkommen müssen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich werde in der Kartenkammer auf Sie warten. Okay. Das heißt, er ist den ganzen weiten Weg nur gekommen, damit er uns sagen kann, dass ich hier einen Grabhorn besuchen muss. Fangen wir mir immer noch lieber. Ich guck mal, wo ist das denn überhaupt? Oh. Noch ein kleines Stückchen weiter. Ja gut, nützt ja nichts. Da müssen wir hin. Achso, hier drin können wir tatsächlich nicht fliegen. Aber hier hoffentlich. Ja. Okidok. Da sind noch Luftballons. Die ignorieren wir jetzt. Irgendwann machen wir das, aber nicht jetzt. Also ohne Besen wären wir echt aufgeschmissen, ne? Das wäre schon ganz schön weit. Wirklich eine große Karte. Am Anfang hatte ich tatsächlich noch gedacht, es ist gar nicht so riesig und noch überschaubar, aber da war auch noch einiges grau. Das ist sicherlich jetzt ein Teil, den wir mittlerweile aufgedeckt haben. Ja, also es ist doch wirklich groß. Man hat auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu tun, ganz außerhalb von der Main Story. Oh. Ich scheine. Oh, warte. Upsi. Dieses Lager gefällt mir gar nicht. Ja, mir ehrlich gesagt auch nicht, aber es ist ja auch nicht der Punkt, wo wir hin müssen. Denn wir nehmen mal den dann noch mit. Und das ist ein bisschen dort. Ja, ihr seht mich gar nicht. Ich bin schon wieder weg. Warum geht meine Energie gerade nicht flöten?
irritiert mich ein bisschen. Uiuiui, warte, so. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Ja, das ist ja schön. Revelio. Hallo, Entschuldigung, ich will nur mal ganz kurz an Ihren Kamin. Könnten Sie mir vielleicht helfen? Nein. Kann ich nicht. Alles in Ordnung? Keineswegs. Ich wurde in einer Ruine von Spinnen attackiert. Oh, oh je. Oh aber je. Wenn Sie etwas Mega-Power-Trank hätten, der würde sicherlich helfen. Sie brauchen keinen? Ich hab keinen. Ja, Spinnen mögen Ruinen. Hier, ich habe noch genug. Aber halten Sie sich von den Ruinen fern. Sie haben mir das Leben gerettet. Oh, das kann ich nie vergelten. Ja, ja, ich halte mich fern. Sie werden sehen. Nicht in Ruinen gehen. Mit Spinnen. Ruinen mit Spinnen. Komischer Typ. Oh, und danke. Bitte nehmen Sie das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Wie viele habe ich ihm gegeben und... Dafür gibt er mir 3 andere. Das ist irgendwie, dann hätte er ja auch... Naja, egal. Wir lassen es einfach mal so stehen. Wenn er unsichtbar sein kann, verstehe ich halt nicht, warum er da überhaupt Schwierigkeiten hatte. Aber naja. Die sahen auch schon mal besser aus. Hier muss es sein. Ist das so? Ich habe keine Ahnung, warum es einen Wirbel um das Bild ergibt. Es gibt genug Tierwesen. Hätte ja noch fliegen können. Sieht auf jeden Fall legitim aus, dass wir hier lang gehen. Extreme Danger. Turn back. Da unten ist ein fetter Kadaver. Knochenhaufen von irgendwelchen Riesentieren. Das war vermutlich das Grabhorn. Ich habe das Gefühl, ich bin sehr unvorbereitet. Ich speichere, glaube ich, einmal kurz. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir kämpfen. Uiuiui. Uiuiui. Also gut, Lord der Küste. Zeige dich. Oh, ich hab's schon gesehen. Voll cool. Ich will ihn dabei haben. Ich will, dass er in meinen Gehegen rumläuft. Thank you.
Schaden bist du? Warum ist schon wieder die Kamera so kacke? Hallo, hallo bitte. Was soll denn das? Du musst es doch inzwischen schwächer sein. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Wer war dann noch da? Das geht ganz gut. Upala, 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 nochmal ein bisschen. Contringo, Aktion! Also Feuer, ne? Feuer macht keinen Schaden. Zu ihm sein. Kann ich meine Maus? Ich will ihn nicht angreifen. Ich brauche deine Hilfe. Dieser Oma-Rock, ne? Eigentlich ist er ja ganz schick, aber sieht schon sehr altmodisch aus, den wir da tragen. Und diese fancy Brille dazu. Kein Wunder, dass der uns gut leiden kann. Oh, wie praktisch. Können wir ihn behalten? Bitte? Voll cool. Das Grabmann verfügt über einen mächtigen Sturmangriff der Gegner und bestimmte Barrikaden. Und bestimmten Barrikaden Brustschaden zufügen. Halte die linke Maustaste gedrückt, um ihn auszulösen. Achte auf die Ausdaueranzeige des Grabhorns, da sie beim Angriff verbraucht wird. Voll cool.